Die Bürgerinnen und Bürger der EU wählen direkt nur das Europäische Parlament. Die Tatsache, dass nicht auch andere europäische Institutionen direkt gewählt werden und dass das Parlament nicht das alleinige Recht, europäisches Recht zu schaffen hat, wie ein nationales Parlament, hat oft zur Klage über das sogenannte Demokratiedefizit der EU geführt. Man muss in diesem Punkt allerdings schon auch einwenden, dass mehr Rechte des Parlaments bzw. der EU-Institutionen insgesamt auch gleichzeitig mehr Integration und damit weniger Souveränität der Nationalstaaten bedeuten würde. Und meistens sind es dieselben Leute, die über zu wenig Demokratie in der EU klagen, die auch über zu viel Zentralismus in der EU klagen. Das ist aber eben ein Widerspruch. Das politische System der EU ist geprägt vom Zusammenwirken vom Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat als Vertreter der Mitgliedstaaten. Und dieses Zusammenwirken hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt und hat vor allem eine Machtbalance im Auge. Die Balance zwischen den Nationalstaaten und der Union, aber auch eine Balance zwischen den Ländern in der EU, zwischen großen und kleinen Ländern, zwischen reicheren und ärmeren Staaten. Und das gemeinsame Miteinander ist auf eine solche Balance und auch auf die Akzeptanz und die Legitimation der Verfahren in der Europäischen Union sehr angewiesen. Das Europäische Parlament ist seit 2009 gleichberechtigter Gesetzgeber. Keine gemeinschaftsrechtliche Entscheidung in Europa ohne Beteiligung des Bürgerparlaments. Wir haben hier ein Zweikammersystem. Wir haben die Bürgerkammer Europaparlament und die Länderkammer Rat. Und wir brauchen in beiden Kammern eine Mehrheit. Aha. Und beide müssen sich einigen. Genau. Dann habe ich ein europäisches Gesetz. Ja. In allen gemeinschaftsrechtlichen Fragen. Mhm. Überall dort, wo wir noch keine Gemeinschaftskompetenz haben, aber europäisch handeln müssen, Krise, ja. Außenpolitik, Sicherheit, ja. Verteidigungspolitik, brauchen wir die Einstimmigkeit im Rat. Und haben weniger demokratische Legitimierung, weniger Transparenz, weniger parlamentarische Kontrolle. Daher muss alles, was wir gemeinsam wollen, braucht eine gemeinschaftsrechtliche Grundlage und die Beteiligung des Europäischen Parlaments. Hier, auch weil es keine europäische Regierung gibt, was ich ja schade finde, sage ich auch ganz offen. Hätten wir gerade in dieser gerade Wirtschaftsregierung gebraucht für Schuldenkrise und so weiter. Aber deswegen verhandeln wir hier nicht nur Resolutionen, sondern auch europäische Gesetze, fraktionsübergreifend. Mhm. Es gibt immer eine oder einen, die da die Führung hat, das ist der oder die Berichterstatterin. Und dann gibt es von jeder Fraktion sogenannte Shadows, auf Englisch ist das alles so schön kurz, also Schattenberichterstatter oder diejenige oder derjenige, der für die Fraktion verhandelt. Wenn ich Berichterstatterin bin, dann ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Sekretariat des Ausschusses alle anderen an den Tisch zu bringen, ihnen zu sagen, das ist mein Vorschlag. Seid ihr damit im Groben einverstanden? Dann sagen die, das will ich aber abändern und das und das ist in Ordnung. Dann gibt es schriftliche Abänderungsanträge. Dann muss ich schauen, da hilft mir auch das Sekretariat des Ausschusses dabei, welche von all diesen Abänderungsanträgen, ich habe beim Kosovo kommen immer so an die 120, also durchaus eine breite Palette, was ist dazu in Kompromissen zusammenzufassen und worüber will ich einfach abstimmen und hoffe, dass ich es verliere, sondern dass die anderen es verlieren und dass es dann nicht aufgenommen wird. Und da gelingt uns oder auch mir schon öfters Dinge, die wichtig sind. Und dann findet die Abstimmung im Ausschuss statt und dann kommt es ins Plenum, da findet eine Debatte statt dazu und dann wird da auch noch abgestimmt. Bei europäischen Gesetzen, wenn es dann im Parlament einmal abgestimmt ist, geht es dann in den Trilog mit dem Rat. Ja? Da sitzt du dann mit den Ratsvertretern da und versuchst, eine gemeinsame Linie zu kriegen, die dann sowohl im Rat, entweder mit qualifizierter Mehrheit oder bei manchen Dingen auch noch mit Einstimmigkeit durchgeht und dann im Parlament auch noch einmal eine Mehrheit findet. Und da gelingen Dinge oft, aber es passiert uns auch immer wieder, dass wir über Jahre
Gesetzesvorschläge, die das Parlament schon beschlossen hat, dass die im Rat blockiert werden? Wir sitzen gleichberechtigt mit der Kommission und dem Rat am Verhandlungstisch. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik im letzten Jahr war so ein Meilenstein, wo man das erste Mal wirklich an einem sehr großen Gesetzgebungsprozess mitbeteiligt war. Und da hat sich schon gezeigt, dass das Parlament als sich, eben als Bürgerkammer, zum Teil schon sehr große Auffassungsunterschiede vertritt als der Rat, als die zuständige Minister mit den Beamten. Also das Parlament und vor allem, wenn man Diskussionen bei uns verfolgt, lebt diese Auseinandersetzung, diese unterschiedlichen Meinungen. Natürlich muss irgendwann am Ende des Tages ein Kompromiss herauskommen. Ja, und durch dieses Mitentscheidungsverfahren ist das Europaparlament natürlich mit sehr, sehr viel mehr Kompetenz ausgestattet worden. Für die Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren nationale Parteien, die sich im Europäischen Parlament, aber als europäische Parteifamilien mit Clubs im österreichischen Parlament in Fraktionen zusammenschließen. Die beiden größten Fraktionen sind die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten. Kleinere Fraktionen sind die konservativen EU-Skeptiker, die Liberalen, die Grünen, die Linken und zwei rechtspopulistische Vereinigungen. Die Parteifamilien sind im Laufe der Zeit in sich gewachsen, aber sie entsprechen nach wie vor nicht einem Parteisystem wie in einem Nationalstaat, sondern sie sind wesentlich loser. Das liegt auch daran, dass es in Europa keine einheitlichen Medien und damit keine gemeinsame Öffentlichkeit mit einem gemeinsamen politischen Diskurs gibt. Negativ ist auch, dass EU-Wahlkämpfe häufig von nationalen statt europäischen Themen bestimmt sind. Ein Versuch, dem entgegenzuwirken, war zuletzt, dass die europäischen Parteifamilien vor der Wahl zum Europäischen Parlament erklärt haben, dass der Spitzenkandidat der bei der Wahl stärksten Parteifamilie den EU-Kommissionspräsidenten stellen soll. Und dies ist dann auch schon so geschehen. Die Europäische Volkspartei stellt nun als stärkste Fraktion mit Jean-Claude Juncker den Kommissionspräsidenten. Es ist hier so quasi der Zusammenhalt auch von Österreichern, es ist schon, wir kennen einander alle und wir, wenn es irgendwas sozusagen auch Richtung, als es jetzt ging um das Rederecht im Nationalrat, da haben wir uns, also die proeuropäischen Parteien, Freiheitlichen nicht, aber die anderen einfach zusammengetan und gesagt, wir wollen das gemeinsam durchsetzen. Wir reden auch oft davor, vor Abstimmungen, wo wir wissen, dass es heikel wird, weil es geht im Parlament oft um eine Stimme auf oder ab, Da erkunde ich mich dann bei meinen Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Fraktionen, aus den Österreichern, wie stimmt es denn hier ab, wie schaut es bei euch in der Fraktion aus. Aber an und für sich zählt hier, würde ich schon sagen, die Partei oder die Fraktionszugehörigkeit, also so jetzt Ideologie ist jetzt ein großes Wort, aber so quasi die Partei jetzt, die oder die weltanschauliche Ausrichtung mehr als die Nationenzugehörigkeit. Das ist, bei allen proeuropäischen Fraktionen so. Ich meine, sicher schaust manchmal bei Abstimmungen, was heißt das zu Hause, wie wird es gerade diskutiert. Aber an und für sich bei den proeuropäischen Fraktionen, also uns, den Liberalen, Sozialdemokraten und der Europäische Volkspartei, zählt schon, würde ich sagen, die Partei oder Fraktionszugehörigkeit mehr als die nationale? Nun, in Europa geht es doch weitaus mehr sachlich zu. Die Debatten sind kürzer, prägnanter, ohne persönliche Beleidigungen, jedenfalls im Allgemeinen. Und das ist schon interessant, dass es eigentlich der Demokratie oder den demokratischen Vorstellungen eher entspricht als ein Landesparlament oder auch ein nationales Parlament. Der Großteil der Abgeordneten ist eigentlich wirklich interessiert, etwas Neues zu bauen. Das hat ja auch mich fasziniert, warum ich auch nach Europa gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, da entsteht was Neues, da entsteht ein neues Europa, an dem wir gemeinsam arbeiten aus all den Mitgliedsländern, und das ist faszinierend und das drückt sich auch im Europäischen Parlament aus. Innerhalb der Fraktionen sind natürlich alle Länder, so weit sie in der Fraktion vertreten sind, mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen, mit der unterschiedlichen Geschichte vertreten. Ein baltisches Land hat eine andere Geschichte, zum Beispiel auch im Verhältnis zu Russland wie Österreich. Und Spanien und Griechenland haben ein anderes Verhältnis zu Deutschland als eben zum Beispiel Österreich oder die Niederlande. Da kommt natürlich auch dieser
Background, dieser Hintergrund der einzelnen Abgeordneten zum Ausdruck. Wir haben auch keine Sanktionen, wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete sagt, na, ich will da lieber in eine andere Richtung gehen. Und es gibt viel mehr Debatten auch in den Fraktionen, also viel mehr Versuche, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, wo man aber versucht, eben alle Stimmen ernst zu nehmen. Es kommt ja darauf aufs Engagement an, auf die Fähigkeit, Verbündete zu suchen und zu finden, indem man eben diese Offenheit zeigt. Wenn man stur ist und nur seinen Standpunkt durchbringen will, so hundertprozentig, dann geht das nicht. Die Macht hat man einfach nicht. Das Europäische Parlament ist aber ein Parlament, das sehr stark Rücksicht nimmt auf den Einzelnen und nicht in einer sehr starken Hierarchie sozusagen sagt, jetzt warte mal 10 Jahre, bis wir dich überhaupt einmal ernst nehmen. Das ist auch ein großer Vorteil. Kritisch gesehen mit der Politik auf europäischer Ebene werden immer wieder die sogenannten Lobbyisten, die versuchen in Brüssel die Entscheidungen auf europäischer Ebene zu beeinflussen. Einerseits stimmt es schon, dass Demokratie in Konflikt steht mit der Durchsetzung von Gruppeninteressen, insbesondere wenn diese Gruppen über große finanzielle Ressourcen verfügen. Andererseits leisten Lobbyisten aber auch viel Informationsarbeit. Sie versorgen Politiker auf europäischer Ebene mit Informationen, die diese brauchen, um sachkundige Entscheidungen treffen zu können. Und andererseits wird damit auch, wie in Österreich, sozialpartnerschaftlicher Interessenausgleich ermöglicht. Aus demokratiepolitischer Sicht kommt es daher auch bei diesem Punkt des Lobbyismus sehr auf einen Pluralismus und auf Ausgewogenheit an. Wenn wir beispielsweise unsere Umwelt-NGOs nicht hätten, die ja an vorderster Front Lobbyisten sind, würde ja zum Teil auch Gesetzgebung dann sehr einseitig gestaltet werden, wenn beispielsweise dann nur mehr Industrievertreter in einem Ausschuss sitzen oder dergleichen. Also es hat schon sehr viel auch mit Demokratie zu tun und mit Meinungsfindung und Meinungsbildung. Und Lobbyisten, wie beispielsweise auch die Arbeiterkammer, tragen natürlich auch zu der Vielfalt der Themen bei und der unterschiedlichen Betrachtungsweise. Wichtig ist meiner Meinung nach da halt ganz klar Transparenz. Wir als Abgeordnete greifen natürlich auch auf Expertisen zurück, aber ich glaube, jeder entscheidet für sich selbst, wo er halt dann sich Meinungen einholt oder nicht. Im Endeffekt ist es jeder Abgeordnete dann für sich, der dann auch die Entscheidung zu treffen hat. Die EU ist seit dem Maastricht-Vertrag von 1993 dezidiert auch eine politische Union. Dass die EU staatsähnlich ist, hat man vor einigen Jahren im EU-Verfassungskonvent auch mit dem Plan deutlich machen wollen, die EU-Verträge zu reformieren und in Verfassung umzubenennen. Dieser Versuch ist gescheitert bei Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden. Mit dem Reformvertrag von Lissabon hat man dann 2007 zwar inhaltlich fast das Gleiche beschlossen, aber die Symbolik eines Verfassungsvertrages fiel weg. Die Ablehnung des Begriffs einer europäischen Verfassung spiegelt auch die Skepsis vieler Bürgerinnen und Bürger in Europa vor einer elitären, sozusagen abgerückten Union wider. Politikverdrossenheit kennen wir auch auf Gemeindeebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Auf europäischer Ebene ist sie sicherlich am stärksten ausgeprägt. Und das zeigt sich auch bei der mit Abstand geringsten Wahlbeteiligung. Als eine Gegenmaßnahme wurde mit dem Vertrag von Lissabon seit 2009 in Kraft ein Instrument der direkten Demokratie in den Verträgen verankert, nämlich die Europäische Bürgerinitiative. Wenn 1 Million Bürgerinnen und Bürger in mindestens 1/4 der Mitgliedstaaten unterschreiben, kann eine solche Initiative an die Kommission gültig herangetragen werden. Die Europäische Bürgerinitiative als neue Form der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger ist von der Idee her sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Sie wird aber die Europaverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger nicht völlig beseitigen können. Hier werden viele weitere Anstrengungen, die richtige politische Kommunikation, aber auch die richtigen politischen Entscheidungen und Ergebnisse notwendig sein. Der Lissabon-Vertrag hat also die Vorgaben des Konvents, des Verfassungskonvents umgesetzt und hat uns mit partizipatorischer Demokratie beglückt.
Im Lissabon-Vertrag steht in der Präambel noch drinnen, in der Erwartung einer Steigerung der Legitimität der Union. Die Wirklichkeit des Vollzugs im Unionsvertrag in aller Kürze ist eher besorgniserregend. Die Europäische Bürgerinitiative, die von allen Artikel 11.4 unter Juristen nebenher, Juristinnen nebenher einzuflechten, ist ein Hoffnungsland gewesen, das allein durch die Verordnung so komplex angelegt wurde, dass eigentlich dieses Instrument nicht abhebt. Herr Timmermans sieht das ein bisschen anders und sagt, zwei Bürgerinitiativen haben ihr Ziel erreicht und diese 1 Million Ziffer überschritten und damit seien zwei erfolgreich gewesen, das sei der Beweis, dass das Instrument funktioniert. So kann man es auch sehen. Man könnte aus dem Instrument sehr viel mehr herausholen. Es wäre ein Instrument gewesen, das der Europäischen Kommission die Chance geboten hätte. Ich behalte es für kein Bürgerinstrument, ich halte es für ein Instrument der Kommission, mit den Bürgern endlich mal selber direkt ins Gespräch zu kommen. Und das ist wirklich nicht gelungen. Und auch wenn man die Reaktion auf die ersten zwei erfolgreichen Instrumente anschaut, ja was denn? Im einen Fall geht es um Lebensschutz, im anderen geht es um die Frage, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, das keiner privaten Regulierung oder privaten Ökonomisierung unterliegen soll. Und die Kommission hat sich formal zunächst für zuständig erklärt und gesagt, das war eigentlich Sache der Gemeinden und uns geht das nichts an. So sollte man es nicht machen, dann sollte man es gleich ablehnen und sagen, wir sind nicht zuständig und nicht nachher sagen, wir sind nicht zuständig. Und mit der zweiten, ja, die wurde halt entgegengenommen und das war's. Und dann gibt es noch einen Auftritt im Parlament und dann schickt man die Leute nach Haus. Und das ist nicht völlig verheerend, weil das ist nicht partizipatorische Demokratie. Wenn die Einrichtungen eingeladen sind, mit den Bürgern zu arbeiten, dann sollten sie das proaktiv aufnehmen. Ansonsten beschädigen sie nämlich die Legitimität zusätzlich, weil statt der Begeisterung Frustration eintritt. Und dann ist genau das Gegenteil von dem herausgekommen, was der Lissabon-Vertrag eigentlich wollte. Der Fluch ist, dass so viele externe Brandstätten unterwegs sind, dass man zur eigentlichen Kernarbeit, Europa nach innen hinein zu konsolidieren, eigentlich fast nicht kommt. Aber das halte ich für extrem gefährlich und verhängnisvoll, weil ein Bekenntnis teile ich mit Herrn Juncker. Wenn man die Bürger nicht zu dieser Union kriegt, dann geht sie den Bach runter.